Moin! In diesem Video wollen wir die These, dass die Summe der Aufwendung immer der Summe der Erträge entspricht, überprüfen. Unser Geschäftstag in der Filiale endete mit einer Summe an Aufwendungen in Höhe von 4.120 Euro. Die Summe der Erträge betrug 7.279 Euro. Zunächst einmal entspricht die Summe der Aufwendungen nicht der Summe der Erträge. Berücksichtigen wir allerdings die Differenz in Höhe von 2.159 Euro, wird deutlich, dass unsere These richtig ist. Die Differenz ist der Gewinn, denn wir haben höhere Erträge als Aufwendungen vorliegen. Fassen wir zusammen. Ist die Summe aller Erträge größer als die Summe aller Aufwendungen, haben wir als Differenz einen Gewinn. Der Gewinn stellt einen Wertezufluss dar. Drehen wir den Spieß um und überprüfen wir unsere These aus einer anderen Richtung. Jetzt haben wir eine Summe an Aufwendungen in Höhe von 6.279 Euro vorliegen. Die Summe der Erträge umfasst 4.120 Euro. Bilden wir nun die Differenz, im vorliegenden Fall 2.159 Euro, wird deutlich, dass unsere These richtig ist. Die Summen entsprechen einander. Die Differenz stellt einen Verlust dar, denn die Erträge sind kleiner als die Aufwendung. Fassen wir zusammen. Ist die Summe aller Erträge kleiner als die Summe aller Aufwendungen, haben wir als Differenz einen Verlust vorliegen. Der Verlust stellt einen Werteabfluss dar. Diese Thesen sind nunmehr belegt, aber es bleibt spannend. Nehmen wir uns das nächste Video vor.